nichts gehört? Was für ein Schwanz? Ein Vergrabener. Sag mal, ist das amtlich? Ach, na ja, na was. Ich hab doch die Karte von meinem Onkel in der Tasche. Er hat den Schatz genau markiert. Und wenn er nicht so alt und krank wäre, hätte er schon längst selbst abgeräumt. Wir sind nun mal beide hier am Arsch der Welt. Und ich bringe dich jetzt noch nicht um, weil du später noch einige Mahlzeiten abgibst, falls genießbar. Aber ich bleibe hier und du verziehst dich dahin. Und zwar so weit, wie es geht. Pass auf, dass wir uns nicht noch mal über den Weg laufen. Dass das Boot weg ist, ist natürlich eine Pleite, aber wir können ja nicht immer bloß Pleiten haben. Und wenn wir uns genau nach Onkels Plan richten, dann werden wir, also das garantiere ich dir. Charlie! Wie viele Gebete kannst du? Also ich kann, da muss ich direkt mal nachzählen. Also, du, hör auf, mach keinen Blödsinn. Das tut dir später bestimmt leid. Das könnte dein Leben verändern. Oder deins. Kannst du haben, Junge? Na und jetzt? Jetzt zu Mama und sagen Sie, Räuber, mir kaputt gemacht! Hilfe, Kommandant, ich kriege ihn nicht wieder zum Stehen! Warte, bis der Sprit alle ist! Das ist ein gefährlicher Irrer! Harakiri! Was soll ich rausholen? Die Munition! Für die Kanone! Hab ich begriffen, Kommandant! Und das Gleiche nochmal zurück. Lasse! So, einmal rechts rum und dann links rum. Oh, tut mir leid, Anulu, entschuldige. Soll ich ihn wieder munter machen? Ja, helfen, helfen. Das war Doppelbanane. Danke. Das ist ein kräftiger Knabe, der verträgt einen Buff. Danke viel, Charlie und Ellen. Mama viel Glück wünschen, Amerikanki. Mama Geschenk für Freunde geben. Geben Töchter als Braut. 3 durch 2? Ich fürchte, da wird einer von uns beiden zu kurz kommen.